Meine Güte, ey. Oh, Lord. Oh. Hey, ist das wirklich wahr? Kann man den wirklich sehen? Ja. Er ist zwar noch sehr weit weg, aber es gibt nur einen Zweifel. Das ist keine Fata Morgana. Du hast recht, Quack, Quack. Das ist eine Luftspiegelung. Das ist der echte Eispalast, Quack, Quack, Quack. Was soll das bedeuten, Quack, Quack? Der Eispalast ist wohl hier unterwegs. Hier, ja, Quack. Jetzt, wo du sagst, er wird langsam größer. Dann stimmt es also, Quack, Quack, Quack. Daddy hat es doch gesagt, Quack, Quack. Die Welt steht kurz vor dem Untergang, Quack, Quack, Quack. Oh, also hat Teddy recht, Quack. Nein, Moment mal. Es ist ja nicht so, als hätte der Eisbär das tatsächlich schon etwas gemacht, oder? Ich meine, bisher bewegt er sich ja nur in unsere Richtung, wenn ich. Was redest du denn gar, Quack? Der Geltegern wird die Welt zerstören, Quack. Und genau dieser Geltegern ist auf dem Weg hier, Quack, Quack. Ich meine, das kann ja wohl nichts Gutes bedeuten, Quack. Hey, Pikulente, Bock, Bock. Krieg dich mal wieder ein, Bock, Bock, Bock. Dummiesel hat recht, nur weil der Geltegern näher kommt, muss das nicht so heißen, Bock. Aber. Dass wir nicht zu wissen, was passiert, macht es irgendwie noch unheimlich. Alter, ich hab keinen Bock mehr vorzulesen. Lass mich doch einfach spielen. Also ich glaube, wir sind in großer Gefahr. Was glaubt ihr denn, wie es ablaufen wird, das Ende der Welt? Ist augenblicklich alles vorbei? Also ich glaube eher nicht. Ich denke, es wird alles langsam zerbröckeln. Die Frage ist nur, wo? Wo wird's losgehen? Oh, noch nicht etwa... Vielleicht beginnt die Zerstörung ja in der Nähe des Kältekerns, Quack, Quack. Dann wird es also alles in der Nähe des Kältekerns als erstes zerbrechen, Quack. Ist zwar tragisch, aber so wird es wohl kommen. Was? Ist ja furchtbar, Quack, Quack, Quack. Wir müssen es allen sagen, Quack, Quack. Ja, dann mach das jetzt. Warum muss dafür so eine lange Sequenz eingebaut werden, Alter? Wartet einen Augenblick. Ja, warum müssen wir nur immer alles so negativ sehen? Wenn ich eure Panik mache, versetzt ihr doch nur alle in Aufruhr. Aber das hilft auch nicht weiter. Ihr macht es damit nur noch schlimmer. Du Miesel hat recht. Oh. Svaronis. Ja, alle. Was sollte das gerade von wegen, wir müssen es allen sagen? Ihr wisst einfach nicht, wann es genug ist. Die Zerstörung wird sich also vom Kältekern ausbreiten, ja? Das ist noch nichts weiter als eine bloße Vermutung. Aber mit solchen bloßen Vermutungen richtet man nur unnötig großen Schaden an. Wacht endlich auf, alle miteinander. Für die Zukunft, für die Kinder, legt euch doch einmal ein klein wenig ins Zeug, ja? Meine Güte. Manchmal seid ihr wirklich unmöglich. Vielen Dank, Svaronis. Wenigstens gibst du die redliche Mühe, du Miesel. Gib nicht auf, bleib tapfer bis zum Schluss. Ja, so ist es. Ich gebe nicht auf. Wir müssen alles geben, damit wir wieder nach vorne blicken können. Wir sorgen schon dafür, dass alles wieder das Gute, dass alle wieder an das Gute in der Welt glauben. Also geben wir bitte auch nicht auf, Doki. Wir müssen Kälteke zerstören. Lass euch nicht von niemandem unterkriegen. Alles Gute, Doki. Oh Gott, ey. Also wie gesagt, diese ganzen Zwischensequenzen hin und schön und gut, ne? Finde ich gut, dass sowas gemacht wird. Aber wie viel gelabert wird. Oh. Meine Güte. Sind wir jetzt zum Beispiel finde ich es sinnvoll, ne? Alles ist mit Eis bedeckt und man kann draußen den Himmel sehen. Seit unserem letzten Besuch hat sich einiges verändert. Aber es ist definitiv der Eispalast. Ja, wir sind tatsächlich hergekommen, ohne einen Dungeon zu durchqueren. Irre. Wir sind sogar durch die Lüfte gereist. Also die Zugangskarten sind schlicht und ergreifend der Oberhammer. In der Tat, sehr beeindruckend, dass er so unglaubliche Karten anfertigen kann. Ich könnte glatt neidisch werden. Wir sind eben Dungeon-Forscher. Von daher verstehe ich dich nur gut. Aber jetzt nicht die Zeit für sowas. Wir sind im Eispalast, nur das zählt. Jetzt müssen wir zum Geltekern gelangen und ihn zerstören. Wir dürfen uns nur darauf konzentrieren und müssen voranschreiten. Ja, wer... Hey, Moment mal. Toll, dass wir endlich hergeschafft haben. Aber wie kommen wir jetzt wieder zurück? Wie kommen wir zurück zum Paradies? Wir sind doch hoch oben am Himmel. Mach dir keine Sorgen.
Auf demselben Weg, wie wir hergekommen sind. Wir benutzen Geldias Zugangskarten. Ach, das geht? Das ist auf jeden Fall beruhigend. Und ich dachte für einen Moment, ihr habt vielleicht sogar gar nicht vor, zurückzukehren. So abgebrüht sind wir dann auch nicht. Wir werden natürlich alle wohlbehalten zum Paradies zurückkehren. Klarer Fall. Eben, sonst könnte ich Dummiese nie wieder gegenübertreten. Aha, du sagst es. Alles klar, dann geben wir unser Bestes. Bruderlande kam von hier oben. Sprich, wir können davon ausgehen, dass Somnium und die anderen auch irgendwo hier sind. Meint ihr, sie haben uns schon bemerkt? Schwer zu sagen. Aber falls sie es doch noch nicht haben, sollten wir das ausnutzen. Wir werden es aber garantiert bemerken, wenn wir alle zusammen losstapfen. Wenn wir uns aufteilen, hat Somnium zumindest schwerer, uns zu entdecken. Und falls sie uns später doch verfolgen sollten, müssen sie sich aufteilen. Gute Idee. Sollen wir in drei Gruppen aufteilen, Sienna und ich, Viridium mit dem Olga, Doki und Teddy. Alles klar. Okay, es tut mir leid, dass ich das nicht mehr vorlese, aber erstens tut es meiner Stimme nicht gut und zweitens so viel unnötiges Gelaber. Also so viele Sätze, die hätten weglassen können. Die man hätte weglassen können und so weiter. Das ist halt, es tut mir leid, aber das ist sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr schadend für meine Stimme tatsächlich. Es tut sehr weh in der Stimme. So viel zu vorzulesen, wenn man versucht, auch viele verschiedene Stimmen zu machen, tatsächlich. Nehmt es mir nicht übel. Und wie gesagt, es ist halt so viel Unnötiges dabei, weißt du? Was man nicht unbedingt... Weiß ich nicht. Was man halt hätte weglassen können. Das ist halt... Ich weiß nicht. Also... Ach, naja. Ich belasse es dabei. Also... Kommt alles im Fazit. Ich will jetzt nicht weiter auf Details eingehen. Ach so, ja gut, es war schon angeschwächt. Ich dachte gerade, wow, 41 KP. Aber nein, es war ja angeschwächt von Teddys Flammenwurf. Ja, ich werde im Fazit nochmal auf alles detailliert eingehen. Hoffentlich. Ja. Alter. Wie viel KP du hast, ey. Aber ja. Jetzt belassen wir es erstmal dabei. Schöner Damage, Teddy. Ist halt ein Stahlkäfer, glaube ich, ne? Rollum. Die Namen sind aber auch echt manchmal ganz schön einfallslos, tatsächlich. Finde ich. Ich bin so froh, dass ich Doppelhieb habe, ne? Das ist so eine gute Attacke, ey. Mamutil! Oh, ich mag Mamutil. Mamutil ist so ein cooles Pokémon. Kommst du hier nicht durch? Hä? Warum ist denn das da... Mann, Alter. Ich wollte nicht schräg gehen. Ist es gerade da nicht durchgekommen? Oder warum? Hä? Cool. Wo war ich gerade? Muss ich denn lang? Ach, sag bloß da oben. Ach, komm. Ja, die Namen sind manchmal echt komisch, ne? War ich bei den Namen gerade stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Tschüss, Pokémon. Es hat sich weggeportet durch Memento Mori. Mache ich gerade wirklich nur so wenig Schaden? Lag das gerade am Moment Memento Mori oder wie die Attacke heißt? What? Okay. Ach, muss ich jetzt mit jedem eine Ebene gehen? Ja, nur haben wir wohl einen weiten Weg vor uns. Ja, sagt man nach Tara. Ja. Nun also, als ihr Molga dich fragte, wie wir zurückgelangen könnten. Nun, deshalb hast du ihn angelogen und ihm gesagt, dass wir mit Hilfe von Kellys Zugangskarten zurückgehen könnten. Huch, aber da hast du auch mitgespielt, Siana, oder irre ich mich da etwa? Also, nicht bloß ich, sondern auch Viridium. Ich wollte ihr Molga und die anderen bloß nicht unnötig in Sorge versetzen. Mir ging es ähnlich. Und noch zu wissen,
Noch wissen wir nicht mal, ob es wirklich eine Lüge war. Wir können halt bloß nicht das Gegenteil beweisen. Also hätten wir eigentlich allerdings ausreichend Zeit, sie eingehend zu untersuchen. Dann würden wir vielleicht einen Weg finden und mit diesen Zugangskarten wieder nach Hause zurückkommen. Doch diese Zeit steht uns momentan leider nicht zur Verfügung. Die Zerstörung des Kältekerns hat absolut Vorrang. Denn wenn wir dieser Welt erst einmal das letzte Stündlein geschlagen hat, dann gibt es für uns keine Zuhause mehr, zu dem wir zurückkehren können. Meine Stimme hält das nicht lange durch, Leute. Noch teurer. Ich weiß zwar nicht mal, ob es überhaupt im Bereich des Möglichen liegt, aber trotzdem müssen wir alles unternehmen, um nach Hause zurückzugelangen. Wir alle müssen heil und unbeschadet zum Paradies zurückfinden. Ich weiß, Psyana, ich weiß. Okay. Oh, bitte nicht mehr so viele Sequenzen. Wie gesagt, meine Stimme tut halt echt weh. Durch diese verschiedenen Stimmen, die ich habe. Gerade durch Nachtaras Stimme oder so. Wenn ich es gleich oder bald nicht mehr schaffe, Nachtaras Stimme wirklich zu machen, nehmt es mir nicht übel. Es tut echt, also, es ist kein schönes Gefühl im Hals. Und ja. Ja. Also wie gesagt, nehmt es mir nicht übel. Ich mach das dann nicht absichtlich nicht mehr. So. Ist genauso wie mit Trike Fahles Stimme damals. Schutzschild. Ah, ihr merkt es. Ich kann gerade nicht mehr so viel reden, weil meine Stimme, das tut weh. Tut sehr, sehr weh. Aber ich will das Let's Play jetzt noch durchziehen, noch fertig kriegen. Habe ich erstmal ein bisschen wieder vorproduziert und so. Es geht fit. Ich merke gerade eigentlich, oh fuck. Ich habe eigentlich aufgenommen, um zu sagen, yo, ich krieg den Part heute noch raus. Aber wie es aussieht, schaffe ich das eh nicht mehr. Aber gut, okay. Ups. Okay, keine neue Zwischensequenz, sehr geil. Komm, Teddy, schaffst du. Lol. Einfach mit Versammlungscape weggeportet. Ach komm. Go, Teddy, sehr geil. Mammutails! Ist doch nicht so fett, wie es aussieht. Yeah. Mammutail, bleib hier! Komm zurück, Mammutail! Ja! Mammutil. Mammutil ist halt so ein cooles Pokémon. Ich find das so cool. Als ob du schon wieder Ausdauer eingesetzt hast. Alter. Als ob meine Attacken die ganze Zeit daneben gehen. Typisches Spiel, ey. Typisch. Ich liebe Mammutil. Mammutil ist ein richtig cooles Pokémon. Quieken und Keifel finde ich tatsächlich nicht so geil, um ehrlich zu sein. Aber Marmutil ist halt richtig cool. Marmutil ist halt, weiß ich nicht, super toll. So ein witzig Design des Pokémon. Also ein riesiges, fettes Mammut. Eisboden. Übertrieben stark, finde ich. Bin ich der Meinung, oder? Doch. Und vor allem auch tanky as fuck. Holy shit. Oder verwechsel ich da was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Zack, zack. Oh. Zack. Okay. Sackgasse. Ich bin immer noch von diesem Pokémon begeistert. Irgendwie Rollum. Rollum. Das ist einfach nur so ein Rad. Weiß ich nicht. Irgendwie komisches Pokémon, aber okay. Mammutil! Ja! Oh, schon besiegt. Okay. Das war mehr Damage als erwartet. So. Ich habe gerade tatsächlich echt nichts zu erzählen. Oh, ich habe heute wieder Clash of Clans angefangen. Zu zocken. Einfach mal so. Ich hatte es vor 2 Jahren, glaube ich, aufgehört zu zocken. Und jetzt halt wieder angefangen.
So, ich war auf Rathaus 10, glaube ich. Und da hab mir jetzt halt so gedacht, also da hatte ich halt keine Lust mehr auf das Spiel. So, also es wurde immer weniger und irgendwann habe ich ganz aufgehört zu zocken. Und jetzt habe ich heute halt gedacht, ja komm, eigentlich kannst du es ja mal wieder anfangen, ne? Aber natürlich nicht wieder mit meinem Rathaus 10, sondern ich fange von ganz von vorne wieder an. Oh, das ist ein Special-Pokémon. Doch nicht so. Oder? Auf jeden Fall, ja. Natürlich wieder von ganz von vorne angefangen. Weil ja so vieles, es gibt auch vieles Neues oder so. Und dann dachte ich mir so, nee. Ja, mit meinem Rathaus 10er wieder einzusteigen ist, glaube ich, weiß ich nicht. Könnte ich natürlich auch machen, aber mal schauen. Mal schauen. Wie ich das mache. Aber ja, ich habe mal wieder Bock. Und bin mal gespannt, wie lange ich Clash of Clans jetzt wieder zocken werde. So. Ich habe auch schon wieder überlegt. Ich hatte ja vor... wie viele Jahren? Keine Ahnung. Vor Ewigkeiten mal ein Let's Play zu Clash of Clans gemacht. Moby Tess. Okay. Komischer Name. Ja, ein Let's Play zu Clash of Clans gemacht. Vor Jahren. Vor Ewigkeiten auf jeden Fall. Und ich hatte es überlegt, vielleicht einfach nur um meinen Fortschritt mit dem neuen Account jetzt wieder zu dokumentieren oder so. Ich bin jetzt noch nicht wirklich weit. Und vielleicht könnte ich nochmal neu anfangen oder so. Habe ich ja noch, also ne? Wir sind schon ziemlich weit vorgestoßen, nicht wahr? Anu, was hast du denn? Nee, was? Nichts. Es ist nichts. Bist du dir doch ganz sicher? Ach, wo wir zwei jetzt unter uns sind. Du kannst mich nicht ausstehen, stimmt's? Tut mir leid. Du kannst dir gewiss Unangenehmeres vorstellen. Als mich als Partner zugeteilt zu bekommen, habe ich recht. Wer was? Ich habe nie gesagt, dass ich dich ausstehen kann. Zugegeben, anfangs ging mir dein Gehabe mächtig gegen Strich. Aber als ich dann von dir und Keldeo hörte, kam ich ins Grübeln. Und habe deine guten Seiten bemerkt. Du bist schon ein anständiges Pokémon. Ich verstehe sogar, warum du mir so um jeden Preis dein Freund sein wollte. Ja, wirklich? Das hört man gerne. Ich bin derjenige, der sich entschuldigen muss. Mir war damals einfach jeder Anlass recht, um auf dich loszugehen, musst du wissen. Es lag mir schon lange auf der Seele und ich wollte mich entschuldigen, aber es hat sich einfach nie die passende Gelegenheit dazu geboten. Kein Wunder. Ich konnte mich ja selbst zeitweise nicht ausstehen. Danke also, dass du dennoch mein Freund geworden bist. Ja, keine Ursache. Puh, mir ist gerade ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Geben wir unser Bestes, um den Kälte gerne ausfindig zu machen. Jawohl. Weißt du was, Emolga? Du bist zwar ziemlich frech, aber dennoch niedlich. Und genau deswegen mag ich dich. Du was? Was? Was hast du denn auf einmal? Sollten wir nicht rasch den Kältekern aufspüren? Ne, natürlich. Das zum Beispiel gerade fand ich war eine relativ unnötige Zwischensequenz. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Bin ich der Meinung, oder? Ich weiß nicht.